So, willkommen zurück zu Let's Play Live Show. Es gab ein Level am Bock, ein Bug, so dass man mit dem Main Story quasi nicht voranspielen konnte. Ja, das war auf dem PC gewesen. Diesen Bug, der hatte Gronkh gehabt. Den gab es nur auf dem PC, diesen Bug. Den gibt es hier auf der Konsole nicht. Hallo, der Vollnob, ich grüße dich. Willkommen zu LPLS. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wir spielen natürlich weiter hier im Assignment DLC. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich hab's alles verdreckt vergessen. Die ganzen Folgen von Folge 1 angefangen könnt ihr auf YouTube nachverfolgen. Die werden alle auf YouTube landen. Auch diese Folge wieder. Ich weiß gar nicht, ob jetzt momentan schon alle wieder freigeschaltet sind. Ich hatte ja, ich glaube mittlerweile sind es 8 Parts schon geworden. Könnt ihr auf YouTube nochmal nachverfolgen. Ja. Prost zusammen. Wer guckt schon Gronkh, wenn man Flex haben kann, Reflex haben kann? Ach ja, genau hier waren wir. Ach du Scheiße. Stimmt ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was erwartet uns denn jetzt hier? Von wo kamen wir denn? Kamen wir von hier? Ich höre schon wieder Snowball. Miau. 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 Da ist ein Stuhl. Und... Hey! Mein Bürostuhl. 1:1 nachgebaut. Geil, cool. Will ich unbedingt haben. Miau. Miau. Waren wir hier schon? Hallo? Hast du schon durchgespielt? Nein, das DLC habe ich noch nicht durch. Ich spiele zum ersten Mal. Und wir spielen hier weiter. Oh, eine Mistgabel. Warum kann sie denn diese blöde Mistgabel nicht aufnehmen? Herr Zuckerarsch. Guck sie an. Hier, Zuckerarsch. Oh, Zuckerarsch. Oh. Entschuldigung. Waren wir hier schon gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Ich muss mal eben kurz... Irgendwie habe ich ein Problem mit dem rechten Ohr. Ah, jetzt geht's wieder. War so ein bisschen das rechte Öhrchen, war so ein bisschen weg gewesen. Hallo? Hä? Ach nee, von hier kamen wir, ne? Ja, toll, super. Jetzt bin ich auch noch zurückgelaufen. Ich bin ein Held. So. Du mit deinem Zuckerärschchen, ja. Siehst doch so. Mein Gott. Hallo Konsuma. Hallo Rainbow Runner, auch wieder da. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr beiden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ducken. Da, hier. Warte. Hier, Zuckerarsch. Da. Zuckerarsch. Ah, Zuckerarsch. Oh. Arsch im Bild. So, da müssen wir ja wahrscheinlich dann hier lang, ne? So, New Game, genau, The Evil Within. New Status LPLS, The Evil Within. Ach ja, genau, hier haben wir aufgehört an den Tor. Stimmt ja. Die Glocke, sie zieht sie an. Sie zieht sie an. Oh mein Gott, wie einleuchtend. Lass es Leslie sein. Leslie. Hallo? Hallo? Ah, okay. Die schweren Türen, die kennen wir ja von Bloodborne. Leslie! Weiß ich gar nicht, Konsuma. Ich muss zu ihm, bevor diese Dinger ihn erwischen. Ach ja, wir müssen ja schleichen. Im DLC wird der geschlichen. Stimmt ja. Im DLC wird der geschlichen. Ja, wie soll ich denn dann... Wie komme ich denn an den... Ah, hier geht's lang. Bitte... Nein! Okay, tot. Söckchen würde ihn wieder freuen. Sollte den Horror neu definieren, ich biss mir ein. Bis zum nächsten Mal, Rainbow. Ja. Super, das hat ja super funktioniert. Fängt ja schon gut an. Stößchen.
Ich frage mich, wie ich an denen vorbeikomme. Weil... Oder gibt es hier noch einen anderen Weg hier oben? Ah, warte mal. Bleib mal dran. So. Hauptsache die Hochhacking, die hört man ja auch nicht auf Stein. Ne? Typisch Frau. Typisch Mann. Kommt man denn hier irgendwo? Ah, warte mal, hier ist was. Hier kann ich was anleuchten. Vielleicht gibt es... Ah, ja, sehr geil. Das kann sie ja. Sie kann ja mit ihrer Taschenlampe einfach mal Löcher erzeugen und Türen erzeugen. Was kommt danach? Heute wird danach nichts mehr kommen. Es kommt nur noch... Oh, guck mal. Wie haben wir den nochmal genannt? Wie haben wir den denn nochmal... Wie haben wir den denn nochmal genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich lenke den... Ich versuche den mal abzulenken. Warte mal. Mal gucken, ob sie gut werfen kann. Ciao. La 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 la. Kann sie da drüber klettern? Nein, kann sie nicht. Warum? Warum kann sie denn nicht da drüber klettern? Will die mich verarschen? Wieso kann sie denn... Wieso kann sie denn nicht da drüber klettern? Nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Hallo? Geh weg. Geh weg. Nee, kann ich auch nicht. Hauptsache Hochhackige kann sie tragen. Ist wichtig. Und Zuckerasch in der Kamera halten. Guck mal. Wieso kann sie denn da nicht drüber klettern? Hä? Ich schnall das nicht. Geh weg. Geh weg. Voll der Horst Kallmund, ey. Oder muss ich dagegen hauen? Geh weg, geh weg. Du bist so eklig. Geh weg. Geh weg. Vielleicht zuschlagen? Kann das sein? Ja, ich... Ja. Ui! Prost! Weingummibärchen, lecker. Was Puschelgrins. Wieder die Puscheln an. Aber wie soll ich denn... Wie schlage ich denn nochmal zu? Verdammt, ich habe alles vergessen. Mehr Wein wie Gummi. Werden die von Licht angelockt? Nein, ne? Nein, okay. Kann ich auch anlassen. Trost, Prost. Ja, Prost. Prost. Für alle zusammen jetzt Prost, ne? Nicht, dass wir jetzt hier, dass das ausschweift hier alles. So, ich muss doch irgendwie an den vorbeikommen. Ja, ja. Der klettert da raus. Weil ich muss dem... Ah, nee, warte mal. Oder kann ich die... Ach, ich kann auch die Zombies damit weglocken, ne? Ich versuch das mal. Toast. Mr. Toasty müsst ihr mal eingeben. Ich mach das ganz anders. Ich lonk die Zombies ab. Ich versuch das mal. Nein, die haben mich gesehen. Nein. Ciao, wie renne ich denn nochmal? Ciao. La 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 la. Oh, oh nein, 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 nein. Sie kann da nicht rennen. Sie hat ihr im Sportunterricht immer gefehlt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Mann. Glaube ich nicht. Unfassbar. Spielst du auch Battlefield Hardline? Nein, nur Battlefield 4. Hardline ist nicht so meins. Du kannst aber gut longen, was? Hast du bald mal wieder einen 24-Stunden-Stream zu machen? Nein. In der nächsten Zeit erstmal nicht, nee. Vielleicht irgendwann mal auf jeden Fall. Also klar, irgendwann steht es mal wieder an, aber in der nächsten Zeit nicht. Also wir haben es ja jetzt erstmal gehabt mit Folge 100. Klar, irgendwann mal wieder. Aber jetzt momentan nicht. Jetzt muss ich die mal gucken, dass ich die mal da irgendwie ablenke, die Bande. Warte mal, was ist denn, wenn ich die... Jetzt muss ich mal schauen. Hat im Sport... Was? Hat im Sport immer unten gelegen. Ja, ich glaube auch.
Ich muss die Bande irgendwie nach da lenken. Ich versuch's mal. Kleinen Moment. Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich. So, gehen jetzt dahin. Guck mal, die Freaks. Gehen erstmal da gucken. Ah, ihr Dödel. Uah, 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 uah. Guck mal, voll so ein Gabba-Klaus. Geh weg. Gift des Todes habe ich gerade die Trophäe bekommen. Ich weiß nicht, was es war. Uah. Was ist das denn für ein... Was vor Simon, ey. Voll so eine Fackel in der Hand. Wo muss ich denn hin? Hier? Guck mal, da brennen sie schon. Mach die Tür auf. Huh, das war knapp. Speicherpunkt schon mal bekommen. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Wie soll ich denn... was? Nein, nein, der sieht mich doch. Der sieht, der... Uah, ciao! La 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 la. Ciao! Wow! Ich geh einfach mal hier lang. Nein, ich geh hier. Ich geh Leiter hoch. So, la 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 la. Kann ich was... Hier, an der Glocke ziehen. Ding, ding! So, erstmal die Glocke läuten, ne? Und Leiter wieder runter. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss. Was passiert denn jetzt, dass ich die Glocke geläutet habe? Kommt da der Glöckner von Notre Dame? Auch mit Gierensuppe? Nee. Warte, nee, es gibt bei dem DLC keine Gierensuppe. Also keine Haargel. Man hat hier nichts. Nicht zum Leveln. Wo soll ich denn hin? Verdammt. Ach, da ist eine Tür. Oh, sie hat ja im Unterricht gefehlt. Leslie, es ist okay. Es ist jetzt sicher. Du kannst mich reinlassen. Ja, es ist sicher, genau. Ist es jetzt sicher? Ja, ist es. Hallo Franzi, willkommen zu LPLS. Schön, dass du eingeschaltet hast. Oh, Gott sei Dank. Prost zusammen. Hat Eiterkuchen? Was? Nee. Endlich habe ich dich gefunden. Bist du verletzt? Komm nicht weg. Es wird alles gut, Leslie. Wie kriege ich uns nur hier raus? Kirche, bitte. Die Kirche. Bitte, Kirche, Kirche, Kirche. Okay. Okay, dann komm. Bleib bei mir. Hallo, Hexe. Dich. Willkommen zu LPLS und zu Evil Within DLC. Es geht weiter. So, und er ist mit am Start, unser Leslie. Wo will er hin? Hallo? Was? Was war das? Okay, zurück geht's nicht mehr. Wie immer. Guck, wie die Treppen laufen kann. Der schwebt. Der schwebende Leslie. Was ist das denn? Hallo, geh doch mal aus dem Weg. Mein Gott, da steht der einfach rum. Okay, ich kann nicht zoomen. Was ist denn das? Da sind Röhren. Okay. Ist er immer nur dieser... Was? Ist er immer nur dieser Zauberjunge von der Main Story? Nee, ist nicht immer nur dabei. Man läuft alleine. Stellst du das dann wieder on? Ja, habe nämlich Besuch bekommen. Jetzt kann ich nicht zuschauen. Ja, Franzi, ich werde es wieder auf YouTube laden. Ja, kannst du auf YouTube dann dir nochmal anschauen, die Folge heute. Werde ich auf jeden Fall machen. Also du verpasst also quasi nichts. Was haben wir hier? Hey, das hat geklappt. Juhu, wieder ein Brieffragment, was uns nicht viel weiterbringt. Der mit der Kapuze. Ja, immer der mit der Kapuze. Der ist auch hier unterwegs, aber irgendwie ist das Spiel immer noch anders und viel, viel geiler als wie das Hauptspiel.
Bestimmt alte Waschmaschine, ja. Guck, wie der läuft. Guck dir das mal an, guck mal. La 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 la. Komm, lauf. Käsefüße. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt bei den großen Horsts? Bestimmt, ne? Oh, ich weiß, wo wir sind. Nein, bitte nicht. Nein, hier unten sind die riesen Gollums. Von der Gollumbahn, von Battlefield 4. Müssen wir hier lang? Siehst du, Leslie, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Ja, wie gesagt, Franzi, kommt auf YouTube. Falls ihr keine Zeit habt, schaut euch auf YouTube das nochmal an. Mein Lieblings-Horror-Game mit bester Story? Was hat er denn? Bleib stehen! Mein Lieblings-Game mit bester Story? Muss ich ganz ehrlich sagen, ist Alien Isolation bisher, momentan. Ist mein Top-Game 2014 gewesen. Und vom Horror-Atmosphäre und... war schon sehr geil, wie ich das erste Mal gespielt habe. Ah, hier war der Hund, ne? Scheiße. Soll das ein Witz sein? Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir brauchen eine Statue. Weil hier steht auch eine. Als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandelte Mutter sich der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Okay, toll. Hab mich jetzt auch viel... Okay, wir müssen anscheinend 3 weitere Tanten da finden. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Gollums, ne? Oh, da ist eine Tür. Dann gehen wir doch da mal hin. Verdammt. Leslie, versteck dich und komm erst raus, wenn ich dich rufe. Genau. Hallo, Carrie. Willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mach die scheiß Tür auf, mal offen! So, wie soll ich jetzt hier die Statuen finden? Werden die mir auch angezeigt? Lalalalalalalala. Was hier? Ja, geil! Das ist natürlich cool. So, eine haben wir schon mal. Diese Figur hat weit ausgebreitete Flügel und zeigt die wahre Form der Statue auf dem Markt. Ich habe früh angefangen. Ich habe mich auf den Friedhof geschlichen, die Statuen geklaut und sie versteckt. Die Leute sollten sich für verflucht halten. Aber jeden Morgen waren sie wieder an ihrem Platz. Puh. Da ist noch eine Statue, aber wir sind hier nicht alleine, so wie es ausschaut oder sich anhört. So, stierköpfige Statue. Diese Figur hat den Schädel eines Stiers aus Kidmans Albträumen. Sie ist ein schlechtes Omen. Ich glaube auch. Okay, noch kommen die dicken Gollums nicht. Kommen wir hier lang? Nein, natürlich nicht. Mir gefällt die Musik gerade nicht. So, kreuztragende Statuette. Diese Figur hält eine Kruzifix zwischen ihren gefalteten Flügeln. Ciao. Als ich wusste, dass ich allein zurechtkomme, ging ich und schwor mir, nie zurückzukehren. Wo muss ich denn nochmal hin? Wo war nochmal der Ausgang? Hallo? Ich habe keine Lust, gegen die dicken Golems zu kämpfen. Komm jetzt. Statue platzieren. Achso, man muss sie auch noch... Oh Gott. Solche Rätsel hätte ich mir echt mal gewünscht im Hauptspiel. Ist das richtig? Nein, war falsch, natürlich. Stellen wir mal so rum hin. Und ist immer noch zu. Okay, dann kommt die vorne hin. So, die vielleicht hier hin. Und dann die hier hin.
Nein, auch falsch, natürlich. Das glaube ich ja jetzt nicht. Also jetzt bin ich hier am Rumpopeln mit den scheiß Statuen. Oh, das glaube ich nicht. Moment, ich muss mal kurz lesen. Als ich 5 war, wurde unser Vieh von der Seuche befallen. Und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandelte die Mutter der Kirche zu. Das Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. Als ich 10 war, ging fort und hinterließ eine Nachricht und ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Ja, aber woher soll ich denn wissen? Hä? Ach so, das Vieh. Ja, das Vieh müsste ja dann vorne. Das Vieh müsste ja eigentlich dann das mit dem Hörnern sein. Eigentlich, wenn ich das richtig deute. Und Himmel müsste ja dann die letzte sein. Das heißt also, eigentlich kommt hier der mit den Flügeln hin, mit den ausgebreiteten Flügeln. Also Himmel, Brandmal, Kruzifix. Oder? Nee, falsch. Hä? V-Schädel, welche YouTube guckst du so? Ah, ich guck Gronkh, Sarrazar, Markiplier, viele. Viele YouTuber gucke ich, guck so querbeet. War das falsch? Oder vielleicht doch so rum, dass hier vielleicht doch erst der Anfang ist? Dann kommt da vielleicht das mit dem Vieh hin. Also, wenn ich das richtig deute. Dass es so rumkommt. Dann kommt hier die mit dem Kruzifix und hier mit dem Engel. Aber das hatten wir doch schon, ne? Nochmal die Nachricht, bitte. Okay, das ist auch falsch. Okay, ich lese die Nachricht nochmal vor. Als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandelte sich die Mutter der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Ich wäre jetzt im Himmel könnte auch das hier bedeuten. Die Statue hier. Also solche mit Vieh könnte natürlich das erste sein. Das heißt, hier kommt vielleicht das mit den Hörnern hin. Unten stehen römische Zeichen. Stimmt. Ach Gott. Das ist eine 4, ne? Das ist 6, glaube ich, ne? Und das ist 14. Als er 14 war, was war 14? Als er 14 war... Als er 14 war, im Himmel. Also müsste hier die Himmelsstatue hinkommen, die mit den ausgebreiteten Flügeln. Reihenfolge ist ja rein theoretisch Vieh, Kruzifix und Flügel. Ja, dann ist da 14 sind die Flügel. Als ich 5 war, Vieh, okay. Und 7 war Brandmal. Dann ist das hier 7. Also kommt hier 7 war Brandmal, ne? Muss ja das sein. Mann, lies doch meine Post, Flexi. Flügel auf. Okay. Das war richtig. Aber danke trotzdem, dass ihr aufgepasst habt. Komm, die Prost zusammen. Da vorne. Da sind wir etwas sicherer. Dankeschön, dass ihr mir alle helfen wolltet. Vielen, vielen Dank. Ich passe wieder nicht auf. Und hier war der Hund. Ich kann mich entsinnen. Im Hauptspiel war hier der Hund. Oh nein, bitte nicht. Was denn jetzt? Oh nein. 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 Verdammt! Was? Und jetzt? Oh nee, oder? Der dicke Gollum. Hier drüben. Hier drüben. Nein, 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 nein. Ciao. Oh, renn doch. Sportunterricht hat gefehlt anscheinend. Puh, das war knapp. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Ist doch einer von denen, ne? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das war einer von den vom Hauptspiel einer. Puh. Weiß mein Schatz. Und wir sind in der Kirche.
Und jetzt hat uns eigentlich unser. Normalerweise, jetzt, wo wir hier reingehen, hat uns eigentlich der Detective Basti Castellanos uns gesehen im Hauptspiel. Eigentlich. Ist schon gut. Ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Er ist hier! Ruvik, was willst du von mir? Von dir? Ich sorge nur dafür, dass du deinen Job machst. Sie wollen sicher keine beschädigte Ware. Genau wie ich. Zurück! Er kommt mit mir! Oh, das hoffe ich. Du kennst die Folgen, falls du scheitern solltest. Deine Leute sind nicht die einzigen, die auf den Jungen zählen. Du brauchst ihn, um zu entkommen. Genau wie ich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Hä? Entbehrliche Opfer. Sie haben mich getötet. Mich in Stücke gerissen und sich genommen, was sie brauchten. Was? Ich werde vernichten, was sie kontrollieren wollen. Ruvik? Schluss! Lass ihn gehen! Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ich spüre einen Interessenkonflikt. Was genau war deine Mission? Glaubst du, ihre allsehenden Augen finden dich hier nicht? Sie haben dich beobachtet, Kid. Yeah. Puff. Was tun sie da, Kid? Sie sollen den Jungen zu uns bringen. Nein! Das geht nicht! Wenn ich Leslie raushole, kommt Ruvik mit! Wir wissen nicht, wie mächtig er ist! Das kann ich nicht zulassen! Zu uns, aber sie sind nicht befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Sie werden uns den Mund. Wow. G-Man. Was hat Final Kampf jetzt, oder was? Laufen Sie ruhig weg. Sie können nicht entkommen. Der G-Man von Half-Life. Wie jeden, der uns hintergeht, werden wir auch sie erwischen. Hey, verstehe ich aber irgendwie nicht. Weil die... Was? Weil die Kirche war eigentlich ganz... Die war ganz gewesen im Hauptspiel und jetzt ist sie irgendwie kaputt. Hä? Go, 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 go! Wer ist der Mann? Ich habe keine Ahnung. Aua! Ich weiß es nicht. Boah! Was? Go, 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 go! Lauf, 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 lauf! Jetzt kann sie auf einmal rennen, weißt du, als ob sie im Sportunterricht immer dabei war, immer die Erste. Und wo muss ich... Das ist Slender! Habt ihr die Arme gesehen? Das ist voll Slender! 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 Boah, ciao! Slender-Arme. Wow! Slender! Oh, Slender! Da kann sogar Arsch rennen mit den Hochhacking. Guck mal. Geh weg! Ah, nein! Was? Was? Was soll ich... Nein! Nein! Was? Tot oder was? Fick dich! Prost zusammen! Nein!
Was ist das denn? Finaler Kampf oder was? Ich glaube, das ist ihre Vision von Gott. Okay. Aber sieht voll aus wie Slender gerade. Okay, also müssen wir den in den Händen ausweichen. Ich weiß noch nicht, wie. Kann ich mich ducken? Nein, kann ich nicht. Boah, geh weg! Boah, geh weg! Kommen Sie zurück. Sie werden uns den Jungen bringen. They will win the Simons. Ende. Sie alle an einem Ort zu haben. Ich kann ihn nicht trauen. Nicht so. Nein, sie. Sie kommt mit uns. Ich bin verantwortlich für sie. Hey, Sepp, wir müssen reden. Du verlierst langsam die Kontrolle. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Weitere Experimente sind möglich. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. The Evil Within the Consequence heißt das nächste DLC. Und ja, damit haben wir, so wie es wahrscheinlich aussieht, das erste DLC abgeschlossen. Und ich freue mich aufs nächste. Ich freue mich und vor allem euch mitzunehmen, denn es sieht sehr, sehr spannend aus. Sehr, sehr spannend. Und alter Finne, weil wir müssen ja noch auch noch wieder Leslie finden. Dann treffen wir wahrscheinlich wieder auf Basti Castellanos und sowas. Alter Schwede. Kapitel 2 war das erst. Das heißt, ja, im nächsten Kapitel werden wir dann erfahren, wie es weitergeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Genau, so langsam mit dem DLCs versteht man die Story so ein bisschen, kommt so ein bisschen dahinter. Also ich freue mich aufs nächste DLC und ja, das war's schon gewesen. Das war schon das DLC. Es ist unfassbar. Unglaublich. Erste DLC durch. Was haben wir gespielt? Letztes Wochenende, Samstag haben wir gespielt, haben wir angefangen. Waren zwei Kapitel. Bin mal gespannt auf die nächsten. Ich glaube, drei Stück kommen ja noch, ne? Das ist unglaublich. Also jetzt versteht man echt die Story. Ja, damit war es auch heute, das wäre es auch heute damit gewesen. Dachte, du fandest das Hauptspiel nicht so gut. Fand ich auch nicht. Ich fand es nicht so berauschend, weil die Story total kacke war. Aber jetzt steige ich mal so ein bisschen dahinter, worum es auch wirklich eigentlich geht. Weil eigentlich das Hauptspiel war nervig nach einer Zeit nur noch. Aber das hier mit dem Schleichen, Taschenlampe, Rätsel lösen, das hat alles im Hauptspiel gefehlt. Es kommt einem so vor, als ob die Entwickler einfach das, was sie jetzt machen mit dem DLC, einfach keine Zeit mehr hatten für das Hauptspiel. Ne? Meine Lieblingsautomarke ist VW immer noch. Und Audi. Die beiden. Das soll's für heute gewesen sein. Ich entlasse euch heute in eine frühere Endphase der Let's Play Live Show, weil wir DLC schon durch haben und es für heute beenden. Ich weiß noch nicht, wegen morgen mal gucken, Anführungsstrichen, kann nichts versprechen, wegen Ostern und so. Aber das war's für heute. Das war's. Ich freue mich. Ich nehme euch natürlich mit im nächsten DLC. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt wünsche ich euch noch einen restlichen, ja, schönen Samstagabend. Schlaf gut, habt noch schöne Ostern und wir sehen uns dann demnächst wieder in der Let's Play Live Show. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also macht's gut. Tschüss.